Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, um unseren Ansatz für digitale und nachhaltige Mobilität vorzustellen. Telefahren, Teledriving. Um was geht's da? Na? Wie man hier sieht, sieht man nicht viel, zumindest nicht hinter dem Fahrersitz. Na? Also hinter dem Lenkrad sitzt keiner. Es ist aber nicht autonomes Fahren, nicht automatisiertes Fahren, weil wir haben den Fahrer. Nur sitzt er eben nicht im Fahrzeug hinter dem Lenkrad, sondern das sitzt in so einer genannten Telestation, im Telecenter. Sprich, wir verlagern den Fahrer raus aus dem Fahrzeug in einen Fahrerarbeitsplatz. Nicht im Homeoffice, will ich auch sagen, sondern er sitzt in einem qualifizierten Telecenter, nicht daheim an seinem Rechner und steuert das Fahrzeug quasi fern. Na? Warum, was das für Vorteile bringt und wie wir es machen, komme ich dann in meiner Präsentation zu. Wir, wer sind wir? Way ist ein Startup, gegründet knapp fünf Jahre her. Die drei Founder, zwei davon kamen aus dem Silicon Valley, haben beide im Bereich autonomen Fahren gearbeitet und haben gesehen, das wird kommen, aber es wird noch lange dauern und es wird nicht überall kommen. Deswegen sind sie nach Deutschland gekommen, explizit aus dem Silicon Valley, und haben sich mit dem dritten Co-Founder zusammengetan und haben gesagt, wir entwickeln eine nachhaltige Mobilität, die eben nicht autonom ist, sondern Telefahren. Haben das auch explizit in Deutschland gestartet, in Europa, und haben, genau so wie man es hier sieht, quasi die beiden Welten zusammengebracht. Also die Kultur, das Mindset, Produkt-Softwareentwicklung aus dem Silicon Valley und ja, die deutsche Automobilindustrie, alles rund um Safety und ein Produkt sicher auf den Markt zu bringen, zusammengebracht und haben dieses Startup in Berlin gegründet, haben dann eine Series B Funding von 100 Millionen bekommen, haben dann skaliert und so wie man jetzt sehen wird, auch das erste Produkt auf den Markt gebracht, na, in diesem Stadium. Haben unser Headquarter hier in Berlin tatsächlich, ist in Berlin, bleibt in Berlin, aus Europa, Technologie, die dann hoffentlich auch weltweit genutzt wird und gewirkt werden kann. Wir sind gerade aktuell um die 140 Leute, das meiste Engineering und Operations. Ne? Und wie gesagt, sind wir mit dem Ziel gestartet, dass wir einfach nachhaltige, kostengünstige, effiziente Mobilität anbieten. Ne? In unterschiedlichen Use Cases, auf die ich später eingehen werde. Unser erstes Produkt nennt sich Waydrive, ne? Carsharing quasi. Wir hatten schon viel darüber gehört. Carsharing in dem Sinne, der Unterschied, dass das Fahrzeug zu mir kommt, wenn ich es bestelle. Also ich muss nicht ein Fahrzeug suchen, laufe dann zum Fahrzeug. Das ist vielleicht hier in Berlin und in großen Städten ein bisschen einfacher als in kleineren Städten. Aber ich muss dann erst ein Fahrzeug suchen, muss zum Fahrzeug laufen, fahre dann wohin und muss dann auch noch einen Parkplatz suchen, um das Fahrzeug abzustellen, ne? Was immer sehr herausfordernd ist. Und das ist genau unser Ansatz quasi. Ich bestelle über die eigene App ein Fahrzeug. Das Fahrzeug kommt zu mir ohne Fahrer hinterm Lenkrad, telegefahren. Ich steige ein ins Fahrzeug auf dem Fahrersitz, kriege die Übergabe und fahre selbst konventionell zum Beispiel ins Büro. Muss dann aber keinen Parkplatz suchen, sondern ich kann aussteigen, kann dann die Übergabe wieder an den Telefahrer machen und der Telefahrer fährt zum nächsten Kunden oder parkt das Fahrzeug, je nach Use Case. Ja? Oder auch im Mix-Szenario. Also wir bieten auch an, dass man quasi Self-Pickup macht oder ich kann auch selber parken. Aber dieser Ansatz, ich muss keinen Parkplatz mehr suchen, sondern ich kann es zurückgeben und es wird telegefahren, weiter an den nächsten Kunden gefahren. Das ist genau unser erstes Produkt. Betonung auf erstes Produkt, weil wir auch weitere Skalierungsfaktoren eben haben. Gerne die Frage in die App reinlegen, so habe ich es verstanden. Ne? Da. Aktuell ist es tatsächlich so, ne? Aktuell, ich muss selber fahren. Der nächste Schritt ist dann, gefahren werden, komme ich noch zu. Ne? So, seit knapp einem Jahr, über einem Jahr in Hamburg, ne, haben wir genau das geschafft. Wir haben dieses Produkt, ne, als erste Firma überhaupt in Deutschland es hinbekommen, eine Genehmigung zu bekommen, die auf öffentlichen Straßen, nicht Private Grounds, öffentliche Straße, ohne Sicherheitsfahrer hinter dem Lenkrad fahren darf. Als erste Firma nochmal überhaupt in Deutschland. Ne? Haben dann skaliert, so wie man sieht, in Las Vegas. Und in Las Vegas bieten wir genau diesen Service, so wie ich ihn gerade beschrieben habe. Also der Kunde bestellt über die App
ein Fahrzeug, das Fahrzeug kommt zu einem hergefahren, ich steige ein, fahre irgendwo hin und übergebe das Fahrzeug wieder an den Telefahrer. Genau dieser Service ist in Betrieb, ne, mit aktuell 20 Fahrzeugen, skaliert tagtäglich in Betrieb, und der kann genutzt werden von Kunden aktuell in Las Vegas. Warum haben wir das geschafft? Vor allem in Deutschland, ne? Also es sieht dann nochmal in unterschiedlichen Ländern anders aus, aber vor allem in Deutschland, Safety First, ne? Das sagt man immer so schnell, was heißt das? Ne? Schreibt natürlich jeder drauf, ne? Safety First. Natürlich die technische Safety, nenne ich es jetzt mal. Ne? Das Fahrzeug muss sicher sein, die Technologie, die integriert wird, muss sicher sein. Ich brauche Rückfallebenen, ne? Straßenverkehrsordnung, FMVSS, ne? In den USA. Functional Safety, ISO 26262, ne? Und auch Security, weil wir natürlich über LTE oder über Netzwerk verbunden sind. Das sind alles Aspekte, ne? Die abgedeckt werden, die wir so entwickelt haben. Es ist aber nicht genug. Es gehört noch viel, viel mehr dazu. Ich hatte ja schon gesagt, wir haben Telefahrer. Ne? Die sitzen nicht im Fahrzeug. Die steuern das Fahrzeug remote. Es verhält sich schon anders als ein Fahrer im Fahrzeug. Ne? Deswegen alles rund um, wie wird der Telefahrer ausgebildet? Ne? Wie reagiert der Telefahrer? Alles rund um Operational Safety nennen wir das, ne? Im Betrieb dieses Services. Wie reagieren wir, wenn was passiert? Wie reagieren wir, kommt jeder mit der Frage, wenn keine Verbindung mehr da ist? Ne? Genau all das haben wir beantworten können, ne? Und haben von Unabhängigen, in dem Fall ist es konkreter TÜV, ne? Auch das Siegel bekommen, um damit genau die Genehmigung zu bekommen, vor allem in Deutschland auf öffentlichen Straßen zu fahren. Ne? Also Sicherheit bezieht sich nicht nur auf die technische Sicherheit, sondern es ist viel, viel mehr als nur die technische Sicherheit, die wir sicherstellen im täglichen Betrieb, ne? Von unserem Service aktuell. Warum denn Telefahren? Ne? Warum nicht automatisiertes Fahren? Ne? Wir glauben an automatisiertes Fahren, es wird auch kommen oder es ist zum Teil auch schon da. Aber nicht überall, nicht in jeder Region und auch nicht in jedem Fall. Es gibt immer Corner Cases, ne, die dann eben nicht abgedeckt werden oder sehr schwierig abzudecken sind. Also das Investment, ne, in komplett autonomes Fahren in jeder Situation ist einfach herausfordernd und auch teuer. Wir wissen, die großen Player am Markt investieren aber Millionen, Milliarden, ne, genau in diese Technologie. Es wird auch kommen, aber wir sind der Meinung, dass es eben einen Ansatz gibt, Teledriving first, ne, und dann eben skalieren Richtung automatisiertes Fahren. Von der Technologie haben wir einen Ansatz, der um einiges günstiger ist als vollautonomes Fahren. Vom Sensorset, von der Rechenkapazität, von den Redundanzansätzen, ne, ist es einfacher. Man kann sehr viel wieder nutzen, ne, von dem, was wir jetzt einfahren, auch an Daten, ne, die quasi die Basis bilden, auch für autonomes Fahren, ne, weil autonomes Fahren basiert einfach auf Daten, 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 die man zur Validierung, zum Training benötigt. Die Daten fahren wir automatisch ein, wenn wir telefonieren. Also es sind Ansätze da, die automatisch eben damit einfahren können. Deswegen sind wir eben der Meinung, dass es ergänzend, ne, quasi zu autonomem Fahren, Teledriving ein extremer Vorteil sein kann. Und nicht in 5 Jahren. Wir haben 2025, 26, 28 gehört. Stand heute schon. Wir können es heute schon, wir haben es bewiesen. Und zumindest in den USA können wir den Service betreiben. Gute Nachrichten auch aus Deutschland. Es wird an einer Regularie gearbeitet, ne, die gegen Ende des Jahres erwartet wird, damit man genau das in Deutschland dann auch skalieren quasi kann und operieren kann. Um nicht nur Folien zu zeigen, habe ich jetzt auch ein Video mitgebracht, ne, wo man genau diese Vorteile quasi sieht. Was für einen Vorteil hat der Teledriver, in spezifischen Situationen eben anders reagieren zu können, wo eine Maschine vielleicht jetzt nicht so reagiert hätte oder reagieren hätte können, weil sie einfach nicht drauf trainiert ist. Deswegen würde ich bitten, das Video kurz abzuspielen.
waren jetzt nur einige Beispiele und tatsächlich jetzt nicht aufgenommene Beispiele, sondern aus dem regulären Betrieb, ne? Aus Las Vegas in den konkreten Fällen, ne? Wo wir genau diese Szenarien eben gesehen haben und eben auch gesehen haben, ne? Wie der Telefahrer quasi auf genau solche Situationen reagieren kann. Hätte es ein autonomes Fahrzeug auch so gemacht? Man weiß es nicht. Ne? Wir wissen nur, dass man mit Teledriving genau solche Situationen sehr, sehr gut abfangen kann. Ich hatte ja schon gesagt, ne? Teledriving sehen wir ergänzend, ne? Zu autonomen Fahren. Wir arbeiten gemeinsam mit Partnern an autonomen Fahrfunktionen, genau an diesem Handover zwischen autonom und Teledriving in unterschiedlichen Szenarien. Ne? Und deswegen glauben wir, diese Skalierung, ne? Von Telefahren, Reduzierung runter zum autonomen Fahren, wo Teledriving dann selbst dann noch einen Benefit bringt, ne? In einer Situation, wo das autonome Fahrzeug nicht mehr weiter weiß, was es machen soll. Oder in dem Fall, dass irgendwas passiert und eine Übernahme passieren muss. Ne? Genau in solchen Situationen ist nicht nur unsere Meinung, sondern wie gesagt, gemeinsam mit Partnern, ne? Arbeiten wir genau an diesen Technologien, um sie dann effizient auf den Markt zu bringen. Jetzt habe ich über Carsharing gesprochen. Ne? Das ist unser erster Use Case, unser das erste Produkt, den wir aktuell betreiben und auch skalieren werden, ne? In unterschiedlichen Regionen. Es ist aber nicht alles. Ne? Mit OEMs, ne? Mit Fahrzeugherstellern sind wir in Diskussion und auch einige Partnerschaften schon announced, um diese Technologie eben genau in den Use Case, ne? Ich darf gefahren werden, Chauffeurservice. Ich sitze hinten drin oder am Beifahrersitz und werde gefahren. Oder das Fahrzeug wird gefahren, leer, zur Werkstatt zum Beispiel. Stand heute haben wir bei OEMs zum Teil den Service, ich kann anrufen und ich muss mein Fahrzeug nicht selbst in die Werkstatt bringen, sondern es wird abgeholt. Aber von einem Fahrer, von einem Mitarbeiter, der kommt heim zu mir, holt das Fahrzeug ab, bringt es in die Werkstatt und bringt es wieder zurück. Das kann auch ein Teledriver übernehmen. Muss jetzt keinen. Das sind tatsächlich Use Cases, ne, die interessant sind für Partner und an denen arbeiten wir gemeinsam mit Partnern. Ein anderes Beispiel, NIO hat es vorhin erwähnt, ne, Charging oder Swapping Stations. Ne. Muss das ein Fahrer machen? Muss ich selbst zur Station fahren? Oder kann es autonom oder in unserem Fall eben telegedriven passieren? Ein anderer sehr, sehr interessanter Aspekt, Logistik. Ne? Nicht nur Private Grounds, ne? Sondern eben auf öffentlichen Straßen. Für Logistik, Light Commercial Vehicles, auch hier haben wir eine Partnerschaft announced, wo wir gemeinsam mit Partnern genau das in Betrieb bringen wollen und auch größere Trucks, ne? An denen wir arbeiten. Und wie schon gesagt, Autonomie, wir sehen es ergänzend zu automatisierten Fahren, nicht ersetzend. Und das ist ganz klar unsere Strategie, Teledriving first, dann skalieren zu autonomem Fahren. Wir sind fest davon überzeugt, inklusive den Rückmeldungen von den Partnern, dass das der richtige Ansatz ist. Und wir freuen uns auch, dass wir das baldmöglichst auch operativ skalieren können in Deutschland und Europa. Jeder guckt nach Deutschland Richtung Regularie. Alle europäischen Länder warten quasi drauf. Und das ist genau unser Ansatz, ne? Hier drauf zu warten, hier in Deutschland zu bleiben, aus Deutschland, aus Europa, genau dieses Produkt zu skalieren. Nicht nur in die USA, sondern eben auch weltweit. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Weil uns ein bisschen die Zeit fehlt für noch ganz viele weitere Fragen, wir haben noch zwei in der App, aber ich kürze es mal so ein bisschen ab, denn Sie haben gesagt, Sie sind seit einem Jahr sind Sie schon in Hamburg. Wie wird es angenommen von den Nutzerinnen und Nutzern? Es wird genutzt in Hamburg, ne, skalieren wir noch nicht operativ. Ja? Das ist genau das, worauf wir drauf warten. In welche Gegend sollte man da gehen? Wir sind mit Hamburg, ne, in Kontakt, eben zu skalieren zu dürfen. Wir dürfen dort fahren. Wir haben noch keinen operativen Betrieb, den wir als Service, weil wir fokussiert haben auf Las Vegas. Wir sind immer noch ein Startup, ne, reduzierte Kapazität, deswegen haben wir voll fokussiert erstmal auf Las Vegas, sind da jetzt soweit und sind mit der Stadt Hamburg in Kontakt, um genau das eben auch in Hamburg, ne, zu schaffen, dort operativ, ne, einen Service anbieten zu können und nicht nur die Genehmigung zu fahren. Weil die Vorbehalte der Menschen in Las Vegas anders sind als in... Weil die Regularien auch anders sind. Ne? Ja. Okay. Dann, es gibt noch eine weitere Frage, die schauen Sie sich einfach in der App an und kommen bestimmt noch mal ins Gespräch. Sehr gerne. Alles klar. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.